In diesem Video zeige ich dir, wie du dem Windows Insider Programm beitreten kannst. Los geht's nach dem Intro. Gleich vorneweg, ich habe bisher mehrere Versuche gebraucht, um diesem Windows Insider Programm beizutreten. Immer wieder kam Windows 10 mit kryptischen Meldungen, warum es diesmal wieder nicht funktioniert hat. In diesem Video versuche ich jetzt gleich die Voraussetzungen so zu schaffen, dass diese Fehlermeldungen nicht mehr auftreten. Wie geht es denn theoretisch oder wie sollte es gehen? Wenn ich in Windows 10 bin, kann ich einen Rechtsklick auf das Startsymbol machen und wähle hier aus Einstellungen. Hier wiederum gehe ich auf Update und Sicherheit und auf der linken Seite habe ich das Windows Insider Programm. Normalerweise müsste ich jetzt so einen Button sehen wie Los geht's. In dem Fall habe ich den nicht, weil die optionalen Diagnosedaten deaktiviert sind. Klicke ich einmal hier drauf und aktiviere die optionalen Diagnosedaten. Jetzt sind hier aber alle noch deaktiviert. Wahrscheinlich muss ich die auch irgendwie alle einschalten, damit das jetzt am Ende funktioniert. Ich gehe nochmal zurück. So, das hat jetzt schon mal funktioniert. Ich gehe mal auf Los geht's. Und jetzt muss ich mich eben registrieren bzw. das Konto wechseln. Ich brauche also ein Online-Microsoft-Konto, damit ich dem Insider-Programm beitreten kann. Das muss man wissen. Man gibt also ein Stück seiner Privatsphäre in jedem Fall auf. Diese Formulierung hier finde ich auch schon wieder ein bisschen merkwürdig, weil was ist denn dieses Konto, das ich da habe? Wie auch immer, ich klicke mal auf Registrieren. Klicke nochmal auf Registrieren. Ja, alles gelesen. Und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, diesem Windows Insider Programm beizutreten. Jetzt muss ich dazu aber auch noch ein Konto verknüpfen und ich wähle das aus, das gerade angemeldet ist. Ich würde mal in den Beta-Kanal wechseln, das ist auch die empfohlene Einstellung. Ich klicke einmal auf Bestätigen und klicke nochmal auf Bestätigen und klicke jetzt auf Neustarten. Um jetzt zu prüfen, ob ich auch tatsächlich richtig im Windows Insider Programm gelandet bin, würde ich mal schauen, ob wir das neue Windows 10 Design bekommen. Wenig überraschend hat sich jetzt nach dem Hochfahren natürlich wenig verändert. Spannend wird es, wenn ich jetzt nochmal die Updates anwähle. Ich mache das diesmal über die Suche und sage mal nach Updates suchen. Und jetzt klicke ich einmal hier auf Wiederholen, dann sucht er nochmal nach Updates. Und jetzt sollte ich auch Updates finden, die eben nur für Windows Insider gedacht sind. Ich bin gespannt. So, ich habe jetzt sehr oft durchgestartet und sehr oft neu nach Updates gesucht. Ich habe aber immer noch nicht das neue Windows 10 Design. Wir gehen jetzt also wieder in unsere Update-Einstellungen und hier gehen wir wieder wie vorhin auch auf das Windows Insider Programm. Und hier oben kann ich den Kanal auswählen. Ich hatte mich ja für den Beta-Kanal entschieden, scheinbar gibt es aber dieses neue Design nur im Entwicklerkanal, also im Dev-Channel. Hier klicke ich einmal drauf. Und schon müssten wir jetzt im entsprechenden Kanal sein. Ich gehe hier oben auch mal auf Zurück und gehe wieder auf Windows Update und suche jetzt nochmal nach Updates. Da ich ja jetzt auf einem anderen Kanal bin, müsste er auch entsprechend andere Updates finden. Und tatsächlich, hier hat er jetzt das Insider Preview gefunden. Das werde ich jetzt mal installieren und hoffe, dass ich dann immerhin das neue Design bekomme. Wir hatten noch nicht genug Updates für heute, deshalb jetzt noch einmal neu starten und ich bin gespannt, ob wir jetzt mal das neue Design sehen dann. Updates haben jetzt ungelogen eine halbe Stunde gebraucht, um sich zu installieren. Ich hoffe, ich werde jetzt auch entsprechend mit dem neuen Design entlohnt. Ich bin gespannt und melde mich einmal an. Bisher sieht noch alles gleich aus. Das Ganze sieht man wohl, wenn man die Ordner öffnet. Genau, und hier habe ich zum Beispiel neue Icons. Das Ganze sieht jetzt ein bisschen bunter aus hier. Muss sagen, auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht. Jetzt lassen sich auch die Ordner hier ein bisschen besser auseinanderhalten. Im Startmenü kann ich jetzt auf den ersten Blick noch nichts erkennen. Ich gehe mal hier auf die Einstellungen. Ah, das Logo ist ein bisschen anders.
Ja, auf jeden Fall weißt du jetzt, wie du in dieses Windows Insider-Programm kommst, wie du diese Kanäle wechseln kannst und was dich da unter Umständen erwartet. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und selbstverständlich über einen Daumen nach oben.